Schon immer sucht der Mensch eine Beziehung zum Göttlichen. Im eigenen Herz, in der Natur oder in der Religion. Die spirituellen Wege sind vielseitig. Im dritten Teil der spirituellen Wege sind wir unterwegs im Val Poschiavo, vielen im Norden auch als Puschlav bekannt. Das Tal ist eine wichtige Verbindung zwischen Nord und Süd, zwischen der Schweiz und Italien. Aber das Tal verbindet nicht nur, es trennt auch, nämlich Katholiken und Protestanten. Das war lange so schlimm, dass man vom Nordirland der Schweiz geredet hat. Und ich möchte jetzt natürlich wissen, ob das immer noch so ist, 500 Jahre nach der Reformation. Das ist sehr eindrücklich, der Blick hier runter zum Lago di Poschiavo. Wir sind hier etwa 800 Meter über dem See auf der Alp San Romero. Ein kleines Paradies ist das hier, sagt Gino Bonguglielmi. Er kommt seit bald 30 Jahren hier rauf im Sommer und schaut dann zu der Alp. So, zum Wohl. Bitte schön. Gino Bonguglielmi, was fasziniert Sie an diesem Ort hier? Ganz einfach. Alles. Jeder Tag ist anders. Die Natur ist enorm. Die Natur ist die Mama von jeder Person. Und für mich die größte Sache ist das Dankbarsein. Dass der Ort hier ist, dass ich hier oben arbeiten darf. Genau die Idee ändern. Nicht die muss arbeiten, ich darf arbeiten. Und das für mich ist ein Privileg. Und wenn die Sache, die du gerne machst, ist für dich dein Leben schön. Das ist ein Tanz der Leben. Das ist ja das Schönste, was einem passieren kann, oder? Ich habe gehört, das sei mal ein Kloster hier oben. Aber ich meine, wir sind ja da wahnsinnig weit oben. Wie kommt denn so eine Kirche? Wie kommt da ein Kloster an? Das ist ganz einfach und ganz klar. Denke mal vor 1000 Jahren. Der See war grösser als der jetzige See. Und hat beide Flanken einfach übernommen unten. Dass der Durchgang unten so schwierig war. Oder? Und die Flanken, ist man oben durchgegangen. Die Flanken waren nicht stabilisiert oder immer Erdrutsch, Steilrutsch und alles. Da hat der Mensch angefangen, diese Südhänge zu bewirtschaften und seine Route zu machen, oder? Mhm. Und dann ist San Romero der erste Ort vom Herberge gewesen, oder? Und jetzt machen wir das Gleiche. Das macht uns sehr glücklich, weil wir können bei uns die Leute herbergen und diese Schönheit von dem Ort. Und diese Kraft, diese Ruhe und die Natur einfach mit zu genießen. Jetzt würde ich gerne noch die Kirche sehen. Sie haben ja den Schlüssel dazu, gell? Wir haben den Schlüssel, jawohl, ja. Das ist sehr alt. Eine von den älteren vom Tal. Das ist vor dem Jahre 1000 gebaut worden. San Romero ist der heilige Remigius, der Missionar bei den Franken. Wie kommt denn der hier hin? Der heilige Remigius ist dazu mal da vorbeigegangen und den haben das einfach die Kirche in seinen Namen getauft. Mhm. Weil er auch eben der Patron für die armen Leute von den Bergen ist. Und sein Fest, habe ich gesehen, ist am 1. Oktober. Da gibt es auch spezielle Lichtphänomene in dieser Kirche. Genau, sehr, sehr wunderbar, was die Leute vor 1000 Jahren schon gemacht haben. Am 1. Oktober haben die Sonnenstrahlen durch diese kleine Fensterlein auf die Freske, auf die Nordwand, mhm, und werden die so schön beleuchtet. Mhm. Das ist ein Wunder. Mhm. Sehr speziell. Aber die Fresken sollten renoviert werden. Da gibt es offenbar einen Streit. Wer ist denn zuständig? Jetzt Chur oder Italien, Como? Wem gehört jetzt die Kirche? Besitz ist die Gemeinde Tirano. Mhm. Und für Messe ist der Bischof von Chur zuständig. Und die streiten, wer da muss? Ich weiß nicht, was da läuft. Auf jeden Fall, was mir wirklich weh macht, ist, dass wir müssen unbedingt die Kirche so schnell wie möglich restaurieren, unterhalten für die nächste Generation. Mhm. Thank you.
Wir sind hier unterwegs auf der Via Valtellina, ganz im Südosten von der Schweiz, ganz weit unten im Val Poschiavo. Angefangen haben wir hier auf der Alp Sandromerio, oberhalb vom Lago di Poschiavo. Und das hier ist Poschiavo selber, der Hauptort vom Tal. Und jetzt wandern wir dann auf Selva, das liegt oberhalb von Poschiavo. Und der Gino Bonguglielmi hat es angetönt, um diese Täler hier hat man einer schon immer gestritten. Zum Beispiel das Veltlin, das sieht man auf dieser Karte, das hat etwa 300 Jahre lang zu der Eidgenossenschaft gehört. Es war ein Untertanengebiet der drei Bünde, am heutigen Kanton Graubünden. Zwischen dem Puschlav und dem Veltlin hat es also keine Grenzen gegeben. In diesen drei Bünden hat man die Konfession weitgehend frei wählen. Darum sind ab Mitte des 16. Jahrhunderts Reformierte aus Italien in das Gebiet geflüchtet. Ein Ort, der für die Reformierten im Tal eine besondere Bedeutung hat, ist Selva. Ein Maiensäß auf 1300 Meter oberhalb vom Hauptort Poschiavo. Hier gibt es zwei Kirchen, eine katholische und eine reformierte. Hier oben trifft ich die wahrscheinlich bekannteste Puschlaferin, Silva Semadeni. Signora Semadeni, che parliamo? Italiano, tedesco o dialetto? Wir können Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch oder eben Puschiavin oppure anche Italiano. Per me va tutto bene. Aber mit was sind ihr aufgewachsen? Puschiavin ist meine Muttersprache. Das ist eine Art rätoromanisch-italienisch, oder? Nein, das ist ein lombardischer Dialekt, eindeutig. Aber ein bisschen archaisch, weil wir hier ein bisschen abgeschlossen sind. Einerseits vom Zoll, von der Grenze zu Italien und andererseits vom Bernina-Pass, 2003 Meter hoch. Und zu den Romanen haben wir einfach doch Kontakt, aber immerhin sind wir ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Jetzt haben wir Italienisch, gehört aber nicht zum Tessin, was ja viele noch meinen, sondern zum Kanton Graubünden. Und Sie sind reformiert, was da auch eine Minderheit ist. Was hat das geheissen für Sie in den 1950er Jahren, reformiert zu sein? Damals hat es noch eine richtige Trennung zwischen Katholiken und Reformierten. Das kann man heute fast nicht verstehen. Und ich denke an die auch, dass ich fast noch ja, das Mittelalter erlebt habe mit den Trennungen, die wir hier hatten. Wir hatten zum Beispiel eine eigene Schule, die reformierte Schule. Wir waren in der Klasse 4 und die Parallelklasse der Katholiken waren 48. Und wir hatten eine kleine Schule mit allen 9 Jahrgängen miteinander. Und so bin ich stark geprägt worden durch das Minderheiten da sein, durch die Trennung von Katholiken und Reformierten. Sie haben ja gesagt, wir müssen uns hier in Selva treffen, oberhalb von Poschiavo. Aber warum jetzt einer, müssen wir uns hier treffen? Ja, da ist eben interessant, man sieht die beiden Kirchen, die katholische, ein bisschen älter. Auch ein bisschen schöner, wenn man so will, weil sie noch einen älteren Teil dabei hat. Und dann die Reformierte. Und Selva ist für die Reformierte auch ein wichtiger Bezugspunkt, weil die reformierte Schule jedes Jahr im Mai einen Ausflug dort oben gemacht hat. Und das war praktisch das grösste reformierte Fest vom Tal. So sind die Katholiken immer Feiertagen. Immer wieder Fronleichnam oder Mitte August la Madonna delle Nevi. Und wir hatten nichts, nur der Karfreitag noch. Aber sonst hatten wir kein richtiges Fest. Und wenn wir auf Selva sind, konnten wir zeigen, so, da sind wir. Und was haben Sie da gemacht in Selva? Hat es einen Gottesdienst gegeben, oder? Zuerst sind wir draufgelaufen, dass alle miteinander. Wir haben gesungen in der Straße. Suglietti, compagni, adesso noi marciamo. A Selva, a Selva, a Selva ce ne andiamo. Hat es ein eigenes Lied gegeben, Selva? Ja, 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 zwei Lieder hat es gehabt. Okay. Und dann sind wir raufgelaufen. Die ersten sind hierher und haben das Glöckli geläutet. Mm. Und wir haben bei diesen Maiensäs zuerst Kakao gekriegt, also Milch mit Schokolade. Es war ein Gottesdienst. Und danach sind wir runtergelaufen
Und die Dorfmusik hat uns abgeholt und dann sind wir marschiert durchs Dorf. Und am Schluss hat der Schulratspräsident gesagt, so, und morgen haben wir frei. Und das war also wirklich ein grosses Ereignis. Ja. Und darum ist das hier ein bisschen speziell für die reformierte Minderheit. Ah, heute kann man hier läuten. Eine richtig reformierte Kapelle. Langsam. Den richtigen Rhythmus finden. Ja, wie lange haben Sie denn als Kind unten rauf von Poschiavo? Ja, die schnellsten hatten so 40-50 Minuten. Okay. Und die anderen, ich hatte sicher immer mehr als eine Stunde. Ja. Was ich meine, hier im Val Poschiavo sind die Reformierten eine Minderheit, auch lang in der Geschichte. Was heisst denn Minderheit? Ja, heute sind es etwa 10%. Sofort nach der Reformation steht im Bericht von einem Bischof, dass es etwa ein Drittel waren. Und am Anfang hatten sie nur eine Kirche und haben sie gemeinsam genutzt, bis zur Gegenreformation, also bis zu dem sogenannten Sacro Macello, das heilige Gemetzel, übersetzt furchtbar, furchtbares Wort, wo im Jahr 1620 im Veltlin passiert ist und dann auch in Brusio. Und 1623 auch Poschiavo betroffen hat. Dort sind die Reformierten umgebracht worden. Und die von Poschiavo sind geflüchtet, vorher die meisten. So sind nicht so viele getötet worden, aber im Veltlin sind etwa 600, sagt man, umgebracht worden. Und das hat dann da eine grosse Veränderung gegeben. Es hat dann auch weniger Reformierte gehabt. Und es gibt immer wieder Auswanderungsbewegungen. Wir haben im 19. Jahrhundert eine starke Auswanderung von denen, die als Cafetier oder Patissier ausgewandert sind und nachher zurückgekommen sind und die schönen Häuser hier bauen lassen haben. Viele sind auch auf Australien. Dort war so Goldsucht eine Weile lang. Und es hat halt nicht für alle Arbeit da. Obwohl das Tal eigentlich sehr lebendig ist, ich empfinde das so. Aber wir Poschlafer außerhalb des Tals sind fast so viele. Nein, sind mehr als die, die im Tal sind. Ja, das ist ein eine Exilgemeinschaft fast. Ja, und wir haben da einen speziellen Namen, Puschawing im Bulja. Das sind die Poschlafer, die mit einem Stock und einem Sack ausgewandert sind früher. Die nennen sich heute noch so, Puschawing im Bulja. Ich habe jetzt hier das Val Poschiavo und den Hauptort vor mir. Merci vielmals. Danke. Wiederschauen. Gleichfalls. Silva Semadeni hat davon erzählt, viele sind ins Ausland gegangen und haben dort geschafft, in Spanien oder in St. Petersburg, als Bäcker oder Konditor. Und einige sind richtig reich geworden. Und wo die sogenannten Zuckerbäcker Zucker sind, haben sie hier diese Häuser gebaut, im Poschiavo. Man sagt dem Spaniolenviertel, und das heisst heute noch so, weil es eben an die erinnert, die aus Spanien zurückgekommen sind. Das spirituelle Zentrum der Reformierten im Tal ist die Kirche Santissima Trinita im Dorfkern von Poschiavo. Zur letzten Ruhe bettet werden die Reformierten auf einem eigenen Friedhof. Da gibt es sogar Gräber für Leute, die gar nicht hier liegen. Warum das so ist, erklärt mir Paolo Tonina. Paolo Tonina, wie man sehen kann, sind einige der Leute im Ausland gestorben und nicht hier im Tal.
Ja, die ersten Reformierten haben das Tal bereits Ende des 17. Jahrhunderts verlassen. Einige sind zurückgekommen, einige sind im Ausland gestorben. Wie dieser Mann hier, Giacomo Ragazzi. Er ist in Spanien gestorben und auch dort begraben. Hier steht bloß sein Grabstein. Der soll daran erinnern, dass dieser Mann ursprünglich aus Poschiavo stammt. Ah, das heißt, sein Körper liegt gar nicht hier drin. Nein, hier steht bloß sein Grabstein. Begraben ist er in Spanien. Es gibt auch noch weitere solche Grabsteine hier auf dem Friedhof. Das zeigt sehr schön, wie viele Leute von hier nach ganz Europa ausgezogen sind und welche Bedeutung die Diaspora für die Geschichte dieses Tals hat. A posto? Sì, sì. Ah, non c'è soltanto il vino. No, anche un po' di grappe, un po' di distillati, liquori. Sì. Un po' di tutto. Desidera assaggiare? Per il momento no. Ci vediamo. Arrivederci. Ja, eindrücklich die historische Mure da. In der Zeit vom 17. Jahrhundert, das war die Zeit des 30-jährigen Krieges, hat man in ganz Europa um die Macht gekämpft. Aber auch um die richtige Religion, die richtige Konfession. In dieser Zeit haben sie die drei Bünde hier zusammentun mit Spanien und Habsburg. Das hier hinten ist ein Kloster, das in dieser Zeit gebaut worden ist. Als eine Art ein katholisches Bollwerk. Ja, aber das ist lange her. Und das Kloster ist heute gar kein Kloster mehr. Aber Ordensfrauen gibt es da gleich noch. Buongiorno. Buongiorno, signor Norberto. Buongiorno. Sì, buongiorno, madre Alessandra. Alessandra, sì. Piacere. Anche per me. Ecco, andiamo avanti. Die Madre Alessandra ist die Oberin vom Augustinerinnenkloster im Tal. Das sieht ja aus wie in Spanien. Die Nonnen leben außerhalb vom Dorf in einem neuen Kloster. Das alte Kloster, das Vecchio Monastero, ist heute das Zentrum für Spiritualität, Ökumene und Kultur. Madre Alessandra, Sie stammen aus Südamerika, aus Kolumbien. Wie hat es sich ergeben, dass Sie ausgerechnet nach Poschiavo gekommen sind? Manchmal frage ich mich auch, warum Gott zugelassen hat, dass ich hier gelandet bin. Ich habe einmal als Kind am Fernsehen eine Werbung gesehen, in der ich den Ausdruck «Mamma mia» hörte. Ich sagte zu meiner Mutter, eines Tages will ich in das Land gehen, wo man «Mamma mia» sagt. Aber ich wusste damals natürlich nicht, welches Projekt der Herr für mich vorgesehen hatte. Es gab damals in Kolumbien einen Priester, der ursprünglich von hier stammt, Filippo Mengini. Er suchte nach jungen Frauen, die eine Berufung verspürten. Und so sagte ich zu, auch weil ich meinen Eltern nicht zur Last fallen wollte. Wir hatten wenig zu Hause. Für mich war das eine große Chance. Aber auch eine Zeit der Suche. Denn es war nicht immer einfach. Ich konnte ja anfänglich kein Italienisch. Und dann kam ich in ein Land, wo man nicht nur Italienisch und Französisch spricht, sondern auch noch Schweizerdeutsch. Das hätte ich nie gedacht.
Und was haben Sie am Anfang gemacht? Haben Sie mit den Händen gesprochen? Ja. Wenn uns kalt war, haben wir so gemacht. Und wenn uns heiß war, so. Wir haben uns mit Zeichensprache unterhalten. Aber wie war das dann für Sie, als Sie hier in Val Poschiavo angekommen sind? Mitten in diesen Bergen, mit den Protestanten und den Katholiken. Wie haben Sie das erlebt? Naja, ich muss sagen, das war neu für mich. Bei uns in Kolumbien ist das anders. Bei uns sind die meisten katholisch und es gibt viele Sekten. Doch für uns sind alle gleich. Wenn jemand Hunger hat, geben wir ihm zu essen. Wenn jemand bettelt, verschaffen wir ihm eine Unterkunft. Das ist für uns normal. Das alte Kloster ist kein Kloster mehr. Es ist heute ein Zentrum für Spiritualität, Ökumene und Kultur. Das Urkloster, meinen Sie? Das Mutterhaus? Ja. Wie sehen Sie das? Sind Meditation und Yoga die Religion von heute? Das muss nicht unbedingt so sein. Jeder soll nach seinem Glauben leben und alle sollten sich gegenseitig respektieren. Es besteht also keine Konkurrenz? Nein. Es kann nicht jeder kommen und sagen, das bin ich und so wie ich es sehe, ist es richtig. Am Ende des Tages muss man sagen, er hat uns geschaffen. Ich und Sie und die Leute, die mir nahestehen und meine Mitschwestern, wir alle sind seine Kinder. Paolo Tonina, der Streit zwischen den Konfessionen, zwischen den Katholiken und den Reformierten, wie ist es überhaupt dazu gekommen in Val Poschiavo? Die Geschichte beginnt ein paar Jahre nach der Reformation, die hier früh einsetzte, nämlich bereits Mitte des 16. Jahrhunderts. Circa 50 Jahre lang lebten beide Konfessionen friedlich miteinander. In Brusio haben sie sich beispielsweise dieselbe Kirche geteilt. Zuerst feierten die Katholiken Messe, danach die Protestanten Gottesdienst. Aber dann, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, verschlechterte sich die Situation. In Veltlin wurde ein schreckliches Massaker an den Reformierten verübt. Auch bei uns im Tal wurden welche ermordet. Und so war die friedliche Koexistenz plötzlich zu Ende. Das heißt, die Reformierten sind wirklich untertreten als Minderheit. Ja, sie waren ja damals bereits in der Minderheit. Es haben selbstverständlich nicht alle Katholiken mitgemacht, aber es gab halt Extremisten. Und diese töteten in Poschiavo rund 20 Reformierte. Die anderen Reformierten konnten über den Bernina-Pass ins Engadin flüchten. Viele blieben dann auch längere Zeit dort. Aber es hat auch Herausforderungen von Seiten der Reformierten. Nun ja, die Reformierten wollten sich hier etablieren und ihren Glauben leben. Das hat einige Katholiken halt gestört. Die wollten das nicht. Und so kam es zu Konflikten. Aber ich meine, wenn Sie jetzt heute auf das zurückschauen, über Jahrhunderte prägt der Kampf zwischen den Konfessionen, auch das Massaker von hier, das Verhältnis von Reformierten und Katholiken. Das ist ja unglaublich. Es ist wirklich nicht einfach, das zu begreifen. Aber wenn wir uns in die Gegenwart versetzen und einen Konflikt wie jenen in Ex-Jugoslawien als Vergleich heranziehen, dann hilft uns das. Vor 20, 30 Jahren bekämpften sich dort Orthodoxe und Katholiken. Denselben Konflikt, Orthodoxe gegen Katholiken, gab es bereits im Zweiten Weltkrieg. Und 50 Jahre später haben sie den Kampf wieder aufgenommen. Solche Konflikte überdauern leider Generationen, bevor sich die Leute zusammensetzen und sich versöhnen. Das ist heute so und war vor 400 Jahren nicht anders.
Wie ist denn das Verhältnis heute zwischen den Konfessionen hier im Valposchiavo? Heute hat sich das Verhältnis untereinander stark verbessert. Man lebt friedlich miteinander, man arbeitet zusammen. Dieser Konflikt ist jetzt wirklich passé, ist Geschichte. Noch eine andere Frage. Wir sind ja hier auf der Via Valtellina. Da vorne kommt bald die Grenze, oder? Italien, Schweiz. Es ist sicher auch ein Schmugglerpfad hier, ein alter. Ja klar. Hier hat früher fast jeder geschmuggelt. Vor allem im unteren Teil des Tals, in Brusio. Geschmuggelt wurden Zucker, Kaffee und Zigaretten. Später auch Drogen. Den Schmugglern war jedes Mittel recht. Es gab zum Beispiel einmal eine Prozession von Brusio zur Wallfahrtskirche in Tirano, auf der anderen Seite der Grenze. Die Marienstatue, die mitgeführt wurde, war innen hohl und wurde mit Schmuggelware gefüllt. An der Grenze wurden die Teilnehmer der Prozession natürlich nicht kontrolliert. Und als sie drüben waren, konnten sie den Zucker oder den Kaffee oder was auch immer sie geschmuggelt hatten, wieder rausnehmen. Die Zugstrecke führt durchs Valposchiavo in Süden bis auf Tirano, am Eingang vom Tal. Dort möchte ich jetzt auch hin. Tirano liegt bereits in Italien. Die Landesgrenze, die gibt es zwar noch, aber heute spielt sie keine grosse Rolle mehr. Dass die Grenze so durchlässig ist, das haben wir vor allem einem Veltliner zu verdanken. Einem Wein, der hier seit Jahrhunderten angebaut wird. Von Winzer aus dem Buschlav. Ja, da ist einer am Arbeiten. Buonasera. Buonasera. Signor Misani. Sie? Das ist einer der steilsten Rebberg vom ganzen Veltlin hier. Ja, also der steilste wahrscheinlich nicht. Es gibt noch andere, die etwas steiler sind. Ja. Herr Misani, Sie sind dann in Brusio in der Schweiz daheim. Der Rebberg hier gehört euch. Wir sind aber hier in Veltlin in Italien. Ist das Schweizer Wein oder italienischer Wein? Das ist ein italienischer Wein. Voll und ganz. Wir müssen auch hier mit italienischen Vorschriften produzieren. Das heisst, mit Bezeichnungen, DOC, DOCG oder IGT, typische geografische Bezeichnung. Wenn wir diese Bezeichnungen auf der Etikette haben, dann müssen wir dort draussen produzieren und dort draussen auch kältern. Mhm. Ich habe mit vielen, die reformiert sind, katholisch sind, geredet und gemerkt, in der Geschichte war das eine wahnsinnige Sache und ein Streit und auch zum Teil Krieg. Sie sind reformiert, wenn ich es richtig weiss. Ist das heute noch ein Thema? Ja, grosse Unterschiede macht man eigentlich nicht, außer dass man in zwei verschiedene Kirchen geht. Der eine hat einen Gückel auf dem Kirchenturm, der andere hat ein Kreuz drauf. Aber ich finde, schlussendlich ist es gleich Gott. Und da müssen wir nicht noch so Sachen führen, graben. Und ist klar, es gehört zu der Geschichte vom Veltlin und vom Tal. Das darf man nicht einfach vergessen, weil wer Geschichte vergisst, der kann nicht weiter wachsen. Aber jetzt im Moment ist, ich finde es kein Thema. Mir ist es nicht zum Streiten. Eindrücklich die Reise durch das Tal zwischen den Bergen. Lange Zeit hin und her gerissen zwischen den Konfessionen und den verschiedenen Sprachen. Ich habe Menschen getroffen, die das heute aber gar nicht mehr so beschäftigen und beeindruckt. Die gehen ihre eigenen Wege. Ob spirituelle oder andere. Salute! Salute!